Indoor-Beach-Meisterschaften des Bayerischen Volleyballverbandes und wir haben die Trippelsiegerinnen hier. Biene und Uli, ihr habt gewonnen in einem umkämpften Finale. Erzählt mal, wie war es bis hier? Und ihr habt, glaube ich, davor zusammen in der Halle im Winter noch nicht zusammen gespielt. Ist das richtig? Richtig, wir haben es leider nicht geschafft, ein Turnier zu spielen, weil wir in der Halle noch aktiv sind. Letzte Woche wollten wir eins spielen, da war dann die Biene leider krank, deswegen habe ich mir eine Aushilfspartnerin gesucht, sodass das jetzt die Bayerische unser erstes Turnier war und wir sind sehr zufrieden. Biene, es ist auch das letzte Turnier jetzt erstmal zusammen gewesen, weil du im Sommer etwas kürzer treten musst aus beruflichen Gründen. Schöner Abschluss, aber der Sieg hat vielleicht ein bisschen zum Nachdenken angeregt oder bist du ganz raus im Sommer? Oder? Also ich glaube nicht, dass es unser letztes Turnier war. Das wollten wir doch hören. Die Erkenntnis des Tages. Die Erkenntnis des Tages. Das war die Erkenntnis des Tages. Das heißt, du musst aber trotzdem, willst nicht mehr jedes Turnier spielen, aber wenn Bayern die Uli nochmal rufen sollte in Bayern, würdet ihr nochmal überlegen. Auf jeden Fall. Also klar, jedes Turnier geht einfach nicht vom Körper her, von der Arbeit her. Aber also wenn ich ein Turnier spielen möchte, dann mit der Uli auf jeden Fall. Juhu. Und ich denke, dass wir das ein oder andere auch spielen werden. Nochmal zum Finale. Uli, wenn du jetzt aber für andere Turniere vielleicht eine Partnerin suchen musst, vielleicht brauchst du auch eine Abwehrspielerin, weil dieser eine Block gegen deine Gegnerin, Biene Schulz, genau. Macht es Spaß mit dem Blocken oder wirst du jetzt umschulen? Ja, definitiv nicht umschulen. Also der eine Block hat super viel Spaß gemacht. Also die Biene Schulz zu blocken ist sehr viel wert. Und habe mich tierisch gefreut, aber gut, da hatte ich in dem Moment auch Glück. Der Ball war dicht, da konnte ich gar nicht anders als draufgehen. Und, aber so, es war jetzt der einzige Block. Von daher ist es keine Karriere für mich. Okay, es hat sich angefühlt wie 3 Sätze, aber ihr habt nach 20-15 Rückstand noch gewonnen mit irgendwas über 23, genau. Letzte Frage, Smart Beach Tour ist ja jetzt auch in Nürnberg das letzte Turnier vor der Meisterschaft. Und wie viele vielleicht wissen, kommst du aus der Ecke, Uli? Juckt es da nochmal in den Füßen und Händen? Total, also wie ich das so gelesen habe, habe ich sofort der Biene geschrieben, eine E-Mail, tolles Timing, um jetzt auszusteigen, wo wir echt endlich mal irgendwie in meiner Heimat auch einen Cup vielleicht spielen könnten. Aber wir hatten auch die letzten Jahre nicht so viel DVV-Punkte, dass es jetzt irgendwie da groß gereicht hätte. Vielleicht ist irgendwie Glück und da ist was frei und wir haben Zeit. Für eine Quali ist ja auch freitags, dann mal gucken. Also ich möchte mich auf jeden Fall dort anmelden. Vielleicht geht was, ob mit Biene oder mit jemand anders und dann mal gucken, wie es läuft. Biene, du wärst ja auch dabei, weil die Smart Qualis habt ihr ja auch in eurer Zeit bis jetzt dann immer nicht gemacht, weil es immer weit weg war. Ne? Ja, es ging bei mir meistens auch vom Studium her nicht, dass ich den Freitag frei bekomme, beziehungsweise teilweise musst du ja dann schon den halben Donnerstag frei nehmen, um anzufahren. Gucken wir mal, Nürnberg vielleicht klappt. Genau, vielleicht gibt es ja eine Wildcard vom Veranstalter oder vom